Capcom. Resident Evil Zero. Herzlich willkommen, Freunde, zum neuen Let's Play bei mir. Wir spielen Resident Evil Zero und ich glaube, ich habe es schon vor einem halben Jahr oder noch länger ist es, glaube ich, sogar schon her angekündigt, dass ich das spielen möchte. Es hat sich leider immer so ein bisschen verschoben aus diversen Gründen. Na, aber hallo, lass das mal weg hier. Jetzt wollen wir es endlich mal angehen und ich bin sehr gespannt. Ich habe es selbst noch nie gespielt. Ich bin völlig, es ist ein völliger Blindrun für mich, weil ich einfach früher kein Nintendo-Kind war. Beziehungsweise schon in Form von Gameboy, aber alles, was an größeren Konsolen dann kam, nö. Ich war immer auf der PlayStation-Seite des Lebens. Und Resident Evil Zero ist nur für GameCube rausgekommen. Ich glaube 2002 oder so, ich bin mir gar nicht sicher, ich will nicht lügen. Also nenne ich einfach mal keine Zahlen, nachdem ich jetzt schon 2002 genannt habe. Genau, also ich habe keine Ahnung, wie genau das Ganze aussehen wird. Ich weiß ein paar Sachen, dass wir Rebecca Chambers, die wir natürlich aus Resident Evil kennen, spielen werden. Und dass das Ganze kurz vor dem Zwischenfall mit dem Herrenhaus spielt aus Resident Evil 1. Aber was genau sich dabei dann so entwickeln wird, schauen wir doch mal. Ich hoffe, ich werde die Rätsel und alles nicht allzu sehr verkacken, sodass ich das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehe. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Resident Evil Zero. Danke für den Hinweis, was wir spielen. Wir spielen natürlich auf Normal und wir spielen mit der originalen Tanksteuerung, denn die gehört für mich einfach zu Resident Evil dazu. Die andere mag vielleicht einfacher sein, aber ich finde, zu Resident Evil gehört die Tanksteuerung dazu. Von daher, auf geht's! A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. You hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing!
Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Es gibt kein Zurück. Und damit herzlich willkommen im Zug. Das wird unser erster Abschnitt im Spiel sein. Ja, wir haben gesehen, die Ereignisse hier spielen ein kleines bisschen vor dem Intro von Resident Evil 1. Dort haben wir das Bravo-Team nur als Schlachtvieh kennengelernt und dachten uns, naja, die wurden halt niedergemetzelt von den Cerberi, keine Ahnung, was ist die Einzahl von Cerberus? Von den Zombie-Hunden jedenfalls. Und jetzt werden wir sehen, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Allerdings, paar Anmerkungen. Erstens, der Typ auf dem Felsen, der diese hässlichen kleinen Viecher auf den Zug gejagt hat. Hübsches Kleid, ganz ehrlich, hübsches Kleid. Bin mal gespannt, was das für einer sein soll, für einen Kasper. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, ob ich so die schlauste Variante ist, die Leute allein loszuschicken, wenn vermeintlicherweise hier ein Straftäter unterwegs ist, der so schlimm ist, dass er die Todesstrafe verdient hat. Die Tür zum Speisewagen ist verschlossen. Sie kommen nicht hinein. Okay. Ja, genau. Im Abteil liegt Gepäck verstreut. Die Sitze sind voller Blut. Dann probieren wir nochmal die anderen Türen, die wir noch so haben. Verschlossen. Gut, da wäre es wahrscheinlich eh bloß wieder rausgegangen. Bleibt also nur eine Richtung. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier zu durchsuchen. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Die anderen Mitglieder vom Bravo-Team haben wir im Prinzip im ersten Teil schon kennengelernt. Auch wenn wir die meisten nur ziemlich tot erlebt haben. Ich nehme an, wir werden ein bisschen mehr von denen noch sehen im Laufe des Spiels. Zumindest Enrico Martini haben wir aber auch mal lebend gesehen, bevor er dann starb. Naja, wie die meisten eben. Gut, schauen wir uns mal um hier im Zug. This is Officer Chambers from Star's Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that our department, but as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Wow, welche nette Begrüßung. Ja, ich würde sagen, dann kümmern wir uns erstmal um den. Oh gut, er verträgt nicht viel. Dann können wir von hier aus vielleicht auch ganz in Ruhe, ganz gediegen die anderen beiden ausschalten. So, wo ist der letzte? Kommt der auch? Ich warte mal, bis er im Bild ist, damit ich nicht daneben schieße. Ah!
So. What just happened? I thought they were dead. Das hörst du die, Freunde? Ich lade mal ganz schnell nach. Ach so, Moment. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Shit. Ach nee, doch. Alles gut, alles gut. Weil es gibt auch... Ich weiß gar nicht, ob das bei Resident Evil war oder bei anderen Spielen. Es gibt auch Spiele, in denen man die Muni verliert, die man ungenutzt dann beim Magazinwechsel rausschmeißt. Aber das ist hier zum Glück nicht der Fall. Alles gut. Okay, haben wir die erste Welle der Begrüßung schon mal überstanden? Das ist ja ganz freundlich, erstmal mit 3 Zombies begrüßt zu werden. Die Koffer der Passagiere liegen überall herum. So, übrigens, falls ihr seltsame Flickereien in den Videos seht, tut mir leid, ich musste die Kantenglättung und solche Späße rausnehmen, weil mein Computer unerklärlich starke Probleme mit diesem Spiel offenbar hat. Ich hoffe auch, dass es nicht allzu sehr laggen wird, denn meine Framezahl ist aus irgendeinem Grund arschniedrig und egal was ich in den Grafikeinstellungen tue, sie geht nicht höher. Es scheint irgendwie am Spiel zu liegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, gut. Wir schauen uns erstmal weiter um und schauen mal, wie es so läuft im Spiel. Durchs Fenster sehen Sie eine kaputte Leiter. Aber die nützt Ihnen jetzt nichts. Gut erkannt, gut erkannt. So, gehen wir erstmal hier lang. Oh, das ist der Weg, über den ich gekommen bin. Alles klar, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, wie herum Rebecca sich gedreht hatte im Video. War etwas schwer zu erkennen. So, wir könnten nach oben gehen. Oh, hallo, wo kommst du denn her? Dreh dich mal bitte, Rebecca. Ich dachte, wir hätten den Spaß mit Zombies in dem Abteil hinter uns. Da ist noch einer. Oh, shit. Diese Kamerawechsel. Oh, meine Munition. Das wird ja traumhaft. Ich sehe es schon kommen. Du lebst noch, oder? Ah, nee, der zuckt bloß nach. Alles gut. So, laden wir mal nach. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht jedes Mal. Das wäre ziemlich unschön, wenn wir jedes Mal die Zombies platt machen müssten. Gut, gehen wir doch mal hier lang. Die obere Etage lasse ich erstmal aus, würde ich sagen. Wir schauen uns erstmal unten an. Okay. Wir schauen erstmal kurz, ob es Gegner gibt. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Der Regen draußen wird immer schlimmer. Ich glaube, du hast größere Probleme, Mädchen. Okay, hier scheint auch nichts zu sein, was wir einsammeln können. Ich schaue mir erstmal den Gang an. Kannst du die Karte aufheben? Du solltest noch nicht reingehen in die Kabine, aber na gut, dann schau dich halt drinnen um. Oh, hi. Der arme Kerl wurde sicher im Schlaf angegriffen. Sein Körper ist voller Schleim. Ich würde ihn ja sicherheitshalber aus dem Verkehr ziehen, aber mach wie du denkst. Die Pistolenmunition nehmen wir natürlich gern mit. Können wir nach oben? Ein tadellos gearbeiteter Anzug. Die Taschen sind leer. Gut, sieht nicht danach aus, aber zumindest zum Lesen gibt es was für uns. Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt 2 Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y-139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y-139. Wir wissen immer noch nicht genug über die Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Ah, das sind wahrscheinlich die Viecher, die wir gerade gesehen haben. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung interner Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte... Oh, Entschuldigung. Weiß gar nicht, wo ich gerade angekommen bin.
Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Ja, mein Freund, das hast du nicht mehr geschafft. Wir stellen also fest, mindestens einer hier im Zug gehörte zur Umbrella und ich vermute, es wird nicht bloß der eine gewesen sein. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben, das ist sehr schade. Zumindest hatten wir ein bisschen Munition mit dem Zimmerchen, das ist schon mal ganz nett. Gegen 15 Schuss extra habe ich nichts einzuwenden. So, nehmen wir doch gleich das Zimmer nebenan. Die Karte auf dem Boden scheint ja offenbar uninteressant zu sein. Ah, ein Safe-Raum. Traumhaft. Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass Ihr Team dabei Unterstützung leistet. Entschuldigung. Folgende Befehle zu William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Nimm mal ein bisschen weniger Blut hier drauf, Mensch. Ich will das auch lesen können. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. William Birkin ist einer, ich glaube, der kam auch in einigen Dokumenten des ersten Teils schon mit vor beim HD Remaster. Den werden wir aber ganz besonders im zweiten Teil, falls der jemals remastered werden sollte, wovon ich aber ausgehe, werden wir den natürlich auch spielen. In diesem zweiten Teil werden wir den dann ganz besonders kennenlernen. Denn William Birkin spielt dort eine Hauptrolle mit. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Schade. Okay, wir hätten hier was zum Speichern. Ich habe allerdings momentan noch nicht wirklich Grund dazu. Darum würde ich sagen, gehen wir erstmal einfach weiter. Ich weiß auch nicht, wie das hier in dem Spiel mit der Inventarverwaltung geregelt ist. Denn wir haben nicht so viele Plätze. Also 6 Stück sind nicht viel. Das ist so wie im ersten Teil, wenn man Chris spielt. Ich glaube, mit Jill hatte man ja 8. Ja, und da muss man sich schon ranhalten, um da gut hinzukommen. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert mit dem Inventar, aber ich denke mal, das werden wir noch feststellen. Ich dachte gerade, da drüben glänzt was. Da neben der Tür. Aber sieht doch nicht danach aus.